Heute ein Beamer. Er wird beworben mit HD und 2800 Lumen. Schauen wir doch mal, was er so kann. Zuerst, was ist dabei? Eine Anleitung. Ein flaches HDMI-Kabel, so einen Meter lang. Eine Fernbedienung mit nachglühenden Tasten. Dafür liegen aber keine der zwei benötigten AAA-Batterien dabei. Stromkabel und dieses Audio-Videokabel. Zum Beamer selbst. Dicke, fette Linse vorne. Und da rechts oben ein IR-Auge für die Fernbedienung. Oben das Fokusrad und eine Trapezeinstellung. An der Seite der Luftauslass für den Lüfter, der SD-Kartenslot, Kopfhörerausgang, Audio-Video-Eingang, HDMI 1 und 2 und der USB-Port. Hinten ein VGA-Port und ein weiteres IR-Auge. Rechts der Stromeingang. Obendrauf Tasten zur Bedienung. Da ist ein Aufdruck drauf, den man aber sehr schwer lesen kann. Und es sind auch die günstigen, die so einen ganz gruseligen Druckpunkt haben. Und unten eine Buchse. Es ist nur weder ein Viertel noch 3/8 Zoll. Und wenn, es auch schwer ist, da ein Stativ reinzustecken, das ist überhaupt nicht der Mittelpunkt. Also wofür das ist, Ansonsten Gummifüße und der Lautsprecher. Den Beamer mal in Action versetzt und meine Kamera kommt an die Grenze ihres Dynamikumfangs. Wie bei allen günstigen Beamern macht der Lüfter ordentlich Krach. Aber im Vergleich zu manch anderen ist dieser hier leise. Später habe ich noch einen Vergleich inklusive dem eingebauten Lautsprecher. Zurück zum Bild. Dass man trotz direkter Sonne auf der Wand noch klar was in dem Schatten erkennen kann, zeigt meine Aufnahmen leider nicht. Und selbst in der Sonne konnte ich noch so ein bisschen was erkennen. Klar, das ist nicht guckbar, aber es zeigt ein bisschen die Helligkeit. Weil sobald ich die Sonne etwas aussperre, kommt das Bild zur Geltung. Das liegt am Dynamikumfang meiner Kamera. Es wurde hier also nicht auf einmal heller, die Kamera hat einfach nachgeregelt. Und man sieht ja noch die Sonnenstrahlen durch die Jalousie. Hier das Bild mal riesengroß über den 50 Zoll TV gebeamt. Klar, natürlich nicht so hell wie der LED-TV. Dafür aber auch viel größer. Macht man das ein bisschen kleiner, der Beamer bringt ja dabei die gleiche Menge Licht raus, ist der Unterschied schon deutlich geringer. HD ist bei dem Beamer natürlich ein Wunschtraum. 480p ist nativ das Maximalste. Aber trotzdem ist das Bild sehr, sehr gut. Und hier hört man dann auch den eingebauten Lautsprecher im Vergleich zum Lüfter. Klar, ein guter Sound ist anders. Aber ich bin trotzdem überrascht, dass dieser doch noch so gut ist. Zumal es nur 50% Leistung war. Ab 85 fängt er etwas an zu verzerren. Während der Countdown zur diesjährigen Purge läuft, werden die Proteste lauter, dieses Ereignis für immer zu beenden. Senatorin Charlie Brown hat mit ihrer Forderung nach einem Verbot der Purge bei den Traditionalisten für Empörung gesorgt. Unser Land wird über diese Nacht definiert. Wir müssen die Purge beenden. Während dem Einbruch ist der Purge nach aller Zeit näher rückt. Jetzt geht's abwärts, Dude! Abfahrt! Sichtwaffenpanzer, Dude, ist frisch gewachst. Tauchen! Das ist doch kein Taucher, das ist ein Pelikan! Achtung, festhalten! Über den USB-Port kann man direkt einige Medien einbringen. Bildshow und auch Filme. Der Abspieler dafür ist jedoch extrem limitiert. Gerade mal eine 1080p-Demo mit 30 Frames per Second und einem recht normalen Audio-Stream konnte er dekodieren. Full HD mit 60 Frames ist nicht drin und auch nicht 4K. Genauso sind ISO-Filme nicht so seins. Den MKV-Container konnte er zumindest grafisch öffnen, aber das Audio war weg. Ich habe hier auch aufgehört, tiefer zu testen. Ich würde einfach keinen Wert auf dieses Feature legen. Ansonsten eine Android-TV-Box anschließen und damit einfach alles abspielen. Wie man sieht, ist die Bedienung des Gerätes hier auch nicht sehr intuitiv. Wie gesagt, mein Rat, HDMI dran und fertig.
Was ist also mein Fazit? Wer ab und zu mal etwas weniger professionell ein Heimkinoerlebnis haben möchte, der bekommt hier für 100 Euro, ja genau, nur 100 Euro, genau das Richtige. Wer dort aber ambitionierter ist, ist hier falsch.